Hallihallo, Hallöchen und ein ganz herzliches Willkommen zurück zur Graveyard Keeper. Ja, ich wollte heute jetzt gerade mal eben hier die Karotten reinpacken, oder? Zack, genau so. Dann haben wir hier unten noch eine Bestattungsurkunde und ein bisschen Salz. Zack, und ein bisschen Asche. Genau. Die restlichen Karotten packen wir mal wieder zurück. Heute ist der Inquisitor doch... Oh, scheiße, den müssen wir eigentlich dringend was fragen. Ich hoffe, er bleibt noch da. Oh, den müssen wir nach der Roma-Frau fragen, ne? Damit wir bei dem Astrologen weiterkommen. Ich hoffe, der Inquisitor bleibt noch ein paar Minuten. Es wird jetzt schon Abend. Und der Weg ist lang. Sehr lang. Hallo, Inquisitor. So, schau dir das Zelt an. Gott, die Leute werden das lieben. Und du machst vermutlich ein kleines Vermögen. Ja. Weißt du, zuerst dachte ich, dass ich dir nicht vertrauen könnte, dass du irgendwann Probleme machst. Ich hatte dieses komische Gefühl, dass du nicht hierhin gehörst. Aber jetzt scheinst du dich angepasst zu haben. Du tust, was man dir aufträgt. Und Profit ist dein oberstes Ziel. Ich glaube, für jemanden wie dich ist in unserer Zukunft immer Platz. In der Welt, die wir in der Stadt erschaffen, die Welt des reinen Glaubens. Ha! Eines Tages. Das Publikum versammelt sich. Tu dein Teil und werde meine Aufgabe erfüllen. Okay. Ich mag ihn immer noch nicht. So, kann ich meine Loyalität unter Beweis stellen? Warte mal, wir haben 60 Stück, ne? Ich kann dir bestimmt irgendwie beweisen, dass ich vertrauenswürdig genug bin, um auf den Hexenhügel aufzupassen. Fürwahr, vielleicht werde ich dich eines Tages als Inquisitor-Anwärter unter meine Obhut nehmen. Nein, will ich gar nicht. In der Zwischenzeit, Nachtwache, erwarte ich deine Berichte. Okay. Kann ich dich bitten, die Roma-Frau freizulassen? Jemand freizulassen ist nicht mit meinen Grundsätzen vereinbar. Aber dieses eine Mal mache ich eine Ausnahme. Ihre Freunde machen draußen einfach zu viel Lärm. Okay, alles klar. Das ging einfach. Mehr haben wir mit dir gerade nicht. Ja, perfekt. Ja, ich und der Inquisitor, wir sind echt dicke. Finde ich nicht gut, aber naja, was tut man nicht alles, um im Spiel weiter voranzukommen. So. Ja, ich hatte eigentlich mir fest vorgenommen, mit den Zombies mal anzufangen, aber irgendwie so richtig, ja, fange ich damit noch nicht an. Gut. Also, wir haben jetzt so viel, schon wieder dieses Spiel. Da gibt's so viel zu tun, viel zu viel meiner Meinung nach. So, was kann ich hier dann noch reinpacken? Gar nichts, auch gut. Die Karotten wollte ich eigentlich noch zurückgebracht haben. So, wir brauchen Flyer. Damit wir das erste Fest in unserer Taverne veranstalten können. Warte mal, hier unten Flugblätter. Stift und Tinte habe ich doch aber irgendwo. Sind doch hier irgendwo. Sind doch Stift und Tinte. Oder auch nicht. Gut. Ja, na gut. Ordnungslösung. Okay. Einmal die Sachen hier hinpacken. So. Rezept, Schnelligkeitstrank. Kann ich das erlernen? Oh, tatsächlich. Schön. Bankchecks, Notizen, wohin ist das Buch? Okay, Ordnungslösung. Ich weiß nicht, was ich damit machen kann. Ne? Oh! Warum mache ich das? Ich habe mich wirklich erschreckt. Also jetzt wirklich, wirklich. Warum auch immer. So, Ordnungslösung. Perfekt. Kann ich... Jetzt, ich habe ja jetzt diesen Mixer. Salz habe ich natürlich jetzt ganz am Ende, anderen Ende quasi. Ja. Salz haben wir hier unten. In der Kiste, um genau zu sein. So, Salz. Nehmen wir mal mit. Dort habe ich auch noch eine Haut drin, habe ich gerade gesehen. Haut haben wir auch noch oben drin.
So? Ich hätte auch einfach durch die Kirche gehen können, ne? Das wäre, glaube ich, viel kürzer gewesen. Aber na gut. Egal. Hier unten haben wir den Mixer. Kann ich mit Salz irgendwas anstellen? Nein, kann ich auch gar nicht. Nee, kann ich auch nicht. Okay, schade. Notizen. Ja, okay, brauchen wir nicht. Wenn, dann brauche ich blaue Punkte. Wir hatten irgendwann mal blaue Punkte gefarmt, aber ich weiß nicht mehr. Ja, ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie das war. Weil wir brauchen eigentlich dringend blaue Punkte. Und jetzt hätte ich doch wieder durch die Kirche gehen können. Ach. Ja, egal. Gehen wir so zurück. Auch gut. Dann gehen wir gleich mal ein bisschen meditieren. Und dann würde ich sagen, können wir... Obwohl, wir könnten vielleicht jetzt schon... Oh, nee, ja, vielleicht... Hä? Ach, da ist der Ruhestein, okay. Kann ich den... Nee, kann ich nicht verschieben, okay. Was ist das eigentlich? Ach, Bestattungsurkunde. Das können wir doch einfach mal verkaufen mit dem toten Pferd. Wenn wir schon mal hier sind. Handeln. 2 Stück habe ich davon. So, ein bisschen Geld dazu verdient. So, jetzt müssen wir eh zum Leuchtturm zu Fuß gehen, aber egal, wir sind ja schon auf dem halben Weg quasi. Ach so, so schnell geht das, okay. Hat er sich eben umgezogen, ja. Im nördlichen Wald müssen wir auch gleich nochmal was suchen. Warte mal, das können wir eigentlich schnell mal machen. Schnell ist gut. Ach so, wir müssen nochmal mit dem Roma-Baron reden, ne? Warte mal, der ist ja auch hier hinten. Der ist doch ganz hier oben. Warte mal, so. Mit dem müssen wir so oder so reden. Kommst du bitte aus deinem Zeltchen raus? Das wäre voll nett. Hier die Kiste, die würde ich gerne durchsuchen. Oder die Kiste. Der lässt sich aber echt lange Zeit. Was macht denn der so lange? Hallöchen. Ich würde gerne mit dir sprechen. Die Sache ist halt, da müsste ich jeden Moment rauskommen. Ist er aber nicht. Oh, der Wald ist aber ganz schön dicht. Und hier soll irgendwo der Dolch sein. Irgendwo hier... Hä, ist er das nicht? Merkwürdig. Er war doch genau hier. Ich habe ihn in den Stumpf gesteckt. Wovon redest du da? Ich habe mich entschieden, einen Nachfolger zu erwählen. So wie wir es damals gemacht haben. Nur ein würdiger Roma kann den Dolch aus dem verzauberten Baumstumpf herausziehen. Gestern habe ich hier in diesem Stumpf einen Dolch gefunden und den Spruch gelesen. Jetzt ist er fort. War da gestern sonst noch jemand bei dir? 4 Roma und der Holzfäller und dieser Ingenieur, Cory. Okay. Ein Roma-Baron, finde ich gut. Er heißt ein mit Vornamen und Roma-Baron mit Nachnamen. Nur damit wir das geklärt haben. Ich würde gerne mit... Also deswegen ist er hier auch nicht aufgetaucht. Okay. Ich würde gerne mit ihm reden. Roma-Baron, könntest du bitte kommen und mit mir reden? Weil ich müsste ein paar Sachen von dir wissen. Schließlich habe ich jetzt deine gute Bekannte freigelassen. Deine Freundin ist frei. Ich habe mit dem Inquisitor geredet. Ah, wir sind ganz dicke miteinander und so. Deine Freundin ist frei. Ich hatte also recht. Er ist wirklich dein Freund. Also musst du hier ziemlich wichtig sein. Okay. Wo ist deine Schwester? Vermutlich weit, weit weg von hier. Sie, haben sie vor vielen Jahren auf das Schiff der Toten gebracht. Aber sie hat doch ein Kind, oder? Ja, eine Tochter. Eins war sie mir ein Segen. Doch nun verspüre ich nur Schande. Ist sie also noch am Leben? Ja, sie lebt. Aber sie hat ihre eigenen Leute verraten. Sogar die Erinnerung an ihre Mutter hat sie verraten. Was hat sie getan? Sie hat das letzte Geschenk ihrer Mutter verkauft, ihre Erbschaft mit Füßen getreten. Und wofür? Für ihre Begierde. Für ihre Dreistigkeit. In der Stadt kennt man sie als Frau Anmut. Oh mein Gott, was? Wir haben ihren wahren Namen schon seit Jahren nicht mehr ausgesprochen.
Ach so, schließt sich der Kreis. Aha, interessant. So, haben wir eigentlich immer noch die... das war von... Kretzwold. Achso, den Dolch. Den haben wir noch nicht gefunden. Okay, alles klar. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall mit dem Astrologen reden. Ich habe gerade überlegt, was ist das denn für ein Haus? Das kommt mir gar nicht bekannt vor. Ja, es steht noch nicht lange dort. Deswegen kommt es mir bestimmt auch nicht bekannt vor. Aber es ist unser Haus. Genau, unsers. Ich hoffe, das bleibt auch unsers. Nicht, dass Digger irgendwann seinen, wieder zu Kräften kommt, hätte ich fast gesagt. So, wegen Esmeraldas Kind. Esmeralda hat eine Tochter. Meine Tochter, wo ist sie jetzt? Esmeralda starb vor vielen Jahren, aber ihrer Tochter geht es gut. Vielleicht hast du schon einmal von ihr gehört. Ihr Name ist Frau Anmut. Unglaublich. Sie ist sehr talentiert. Ich habe sie einmal auftreten sehen. Ja, die tritt hier auch nebenan bald auf. Oh, ich fürchte, sie wird mich niemals akzeptieren. Ich habe ihre Mutter verlassen, bevor sie geboren wurde. Aber ich wusste nicht von ihr. Ich wusste, dass ich Esmeralda das Herz brechen würde, aber es war zum Wohle der Wissenschaft. Was für ein Narr bin ich doch. Junger Mann, du musst meine Vorhut sein. Rede mit ihr, finde heraus, ob ich noch eine Chance habe. Versprichst du mir dann, mir zu sagen, wo ich den perfekten Zaun finden kann? Absolut. Das wäre der glücklichste Tag meines Lebens. Okay, was die drei Teile des Laufs angeht, handeln. Wir brauchen auf jeden Fall Stift und Tinte. Genau. Ich glaube, das können wir auch einfach so mitnehmen. Wir haben ja jetzt auch Geld, ne? Also damit müssen wir ja nicht sparen. Davon haben wir ja genug mittlerweile. Haben wir noch ein bisschen Wein dabei? Nein, okay. Aber Frau Anmut kommt dort. Nee, ja, Frau Anmut, genau. Ah, Frau Kette und Frau Anmut bringe ich immer durch den Tüdel. Oh, natürlich, genau jetzt. So. Was sollte ich hier denn hier noch? Wir können eine... Dort... Glaube, Ruhstern und Flugblätter. Wir reisen mal nach Hause. Müssen Flugblätter machen. 5 Stück. Aber das sollte jetzt kein Problem sein, hoffentlich. Aber erst einmal werde ich gucken, was die Leichenhalle sagt. Die Sache ist, eigentlich müssten wir bald mal einen Zombie machen. Aber ich habe keine Ahnung. Das könnte vielleicht sogar was werden. Also, Fett und Blut war das. Und Blut. Und dann würde ich sagen... lassen wir das so? Reißen wir das noch das Herz raus? Ich mache es einfach mal. Ich kann zur Not immer noch... Oder ich vergrab's einfach auf meinem Friedhof. Kann ich natürlich auch machen, steht mir frei. Also, noch haben wir ja keinen Plan, wie wir einen Zombie machen können. Ich denke mal, wir sollten das vielleicht hier machen. Ja, komm mal mit. So, eine Bestattungsurkunde, sehr schön. Genau, wir haben jetzt dort unten noch Stift und Papier. Ich würde gerne noch mal hier unten ein paar Flugblätter machen. Genau. Sehr schön. Weil dann können wir zack und zack. Was haben wir denn noch so Feines? Ein Herz, das, das. Ja, wobei das Fett braucht man eigentlich selber, aber na gut. Und dann würde ich gerne... Zack.
zum Reden entschieden. Ah, Schande. Wir haben jetzt den Glauben vergessen. Ja gut, ist so. Oder nicht den Glauben, sondern den... Doch, Glauben. Morgen müssen wir eine Predigt halten. Und dann kommt auch schon Frau Anmut. Ja, mit Frau Anmut haben wir eine ganze Menge vor. Tatsächlich. So, Glauben müssen wir mitnehmen. Glauben finden wir in der Kirche. Im wahrsten Sinne. Wie gut, dass hier unten alles durch den Keller verbunden ist. So, Glauben. Davon haben wir mehr als genug. Gar kein Problem. Kann ich jetzt eigentlich wieder... Ja, den Ruhestein kann ich benutzen. Redender Schädel. Und schon wieder ist Geld da. Ich will mich nicht beschweren, aber... Oh, ein Gold. Ich würde gerne ein Friedhofsfest machen. Oh, Katsching. Was war das denn? Das sieht sehr gut aus. Okay. Erste Party. Flasche mit vergorenem Bärensaft. Gebratener Fisch. Scheiße, das müssen wir... Ach, du Schande. Das brauchen wir für die Dings. Ach, das muss mir doch auch mal jemand erzählen. Weißt du was? Unsere Taverne braucht unbedingt eine Empfangsperson. Stell einfach eine vor die Gebäude und schau zu, wie Horadric grün vor Neid wird. Wen denn? Stell eine Zombie-Empfang... Ah, okay. Haben wir ja leider nicht. Okay, jetzt sind unser Keller müsste jetzt aber auch leer sein, oder? Nee, noch nicht ganz. Aha. Okay. Aber wir haben jetzt richtig Geld gemacht. Okay. Ja. Warte mal, was ist denn das hier? Da muss unsere Empfangsperson wahrscheinlich hin. Okay, alles klar. Gut, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt nochmal nach Hause, schlafen eine kleine Runde, machen gleich unsere Predigt. Ich fühle mich so erfrischt, das ist sehr schön. Eine Predigt müssen wir machen oder halten. Hat keine Leiche da. Sehr gut. Ja, und da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie wir das machen sollen mit der Dings, ne? Mit den Zombies. So, zack. Ja, nach Geld müssen wir jetzt eigentlich nicht. Ich würde gerne ein paar Worte sagen. Also Geld brauchen wir jetzt ja nicht unbedingt. Unsere Kirche ist klasse. Und jetzt lass es um diesen Segen beten. Tada! Und er fällt uns durch Zufall noch den Handelssegen aus der Hand. Ching, 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 ching. So, warte mal. Zack, und den Handelssegen. Den Glauben packen wir hier mal wieder in die Kiste, weil den brauchen wir gerade nicht. Davon haben wir so viel mittlerweile, ne? Ich weiß nicht, ob wir den Glauben vielleicht auch für irgendwas gebrauchen können. Unten vielleicht. Warte mal, wir haben noch so einiges in der Tasche, was wir auseinanderpflücken können, glaube ich, ne? Den brauchen wir nämlich hier. Hier? Nee, hier nicht. Obwohl, das könnten wir aber vielleicht... Oh, doch, das brauchen wir doch hier. Oh, das braucht aber eine ganze Menge Energie. Alter Schwede. Ich glaube, das bringt auch eine ganze Menge Punkte, ne? Es hört nicht auf. Okay, okay, okay. Das hört nicht auf.
Gesundheitslösung. Das geht schnell. Das ist auch nur so ein bisschen. Okay, das ist ein bisschen mehr. Das heißt, es wird wahrscheinlich wieder ein paar mehr rote Punkte geben. Ja. Und Karotten. Das werden aber grüne Punkte werden. Und ja. Das war's. Gut, interessant. Notizen. Aber was können wir mit Notizen machen? Keine Ahnung. Buch. Flugblatt, Geschichte. Ja, ich glaube, das reicht erstmal. Handmischer. Oh, wir können auch Fett mit dem Handmischer bearbeiten. Was kommt dabei raus? Öl. Verlangsamungslösung. Aha. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, mit der Verlangsamungslösung. Ich habe jetzt gedacht, das wird nur ganz normal Öl werden. Ja, ist nur die Frage, ne? Was machen wir jetzt? Wir brauchen ja definitiv langsam, aber sicher. Brauchen wir Zombies. Da kommen wir halt nicht mehr drum herum. Aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie wir das mit den Zombies anstellen sollen. Gut, ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal ins Bett. Außerdem sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge und ich sage Tschüss.